Der 13. März ist übrigens mein Geburtstag. Wir wollten feiern. Seitdem war nichts mehr so wie vorher. Ich habe mir so gedacht, boah, warum warst du denn jetzt noch auf dieser Party gewesen? Hat ja niemand die Dimension erfasst. Und wenn man dann Kollegen selbst mitbehandeln muss, die auf Station aufgenommen werden, das sind einfach die härtesten Momente. Einer meiner Freunde ist auf einer unserer Intensivstationen an Corona verstorben. Sich nicht verabschieden zu können, das war eine ganz schlimme Erfahrung. Die schwierigste Entscheidung, die ich zu treffen hatte, das Besuchsverbot in der Altenpflege. Entscheidungen, die so existenziell Menschen betreffen, die habe ich in der Dimension eigentlich nie kennengelernt. Unglaubliche Herausforderung einerseits, aber unglaublich beeindruckend. Dieses Erlebnis als Universitätsmedizin an einem Strang zu ziehen. Dass dann natürlich jetzt ausgerechnet der Impfstoff aus Mainz kommt, macht mich sehr, sehr, sehr stolz. Wenn man sieht, dass das, wofür du wirklich Tag und Nacht und dein ganzes Team Tag und Nacht arbeitest, auch einen Erfolg bringt. Die Lösung von heute ist nicht die Lösung von morgen. Ja, Gesundheit ist nicht garantiert. Dass wir vielleicht wieder mehr in die Gespräche miteinander kommen und weniger immer nur streiten und nur sagen, man ist entweder dafür oder dagegen. Es gibt auch diese Wege dazwischen.